Hallo und willkommen zu meinem ersten Video von meinem Blog. Das ist ein Video, was mir helfen soll, dass ich nicht obdachlos werde. Ich stehe hier an dem sogenannten Buddenturm. Ich schwenke mal schnell rüber. Da wurde jetzt vor kurzem für Diversity, also geschlechtliche Gleichstellung, ein Brunnen eröffnet, ein Bekannter. Und ich stehe hier an genau der Stelle, wo ich vor 3 Jahren wie eine Sau, wie ein Schwein abgestochen wurde. Ich bin also wirklich fast verblutet. Ich zeige euch mal, ich habe dieses Shirt, was ich anhatte, habe ich jetzt hier hingehängt an die Stelle, wo das geschehen ist. Der Ort des Verbrechens. Das war der Pulli. Der ist auch, man sieht die Einstichlöcher noch. Es ist wirklich nicht einfach, ihr könnt mir das glauben, an diese Stelle herzukommen. Und doch komme ich immer noch ab und zu her, weil es einfach eine Bewältigung ist dieser Tat. Eine Bewältigung dieses posttraumatischen Belastungssyndroms mit Nahtoderfahrung. Ich bin nämlich, ich wäre fast gestorben. Ich hatte 3 Notoperationen und zuerst ist meine linke Lungenflügel kollabiert. Danach der zweite. Natürlich wäre ich nicht mehr am Leben, wenn beide gleichzeitig kollabiert wären. Aber es ist ein seltsames Gefühl. Es ist ein stadtbekannter Schwulentreffpunkt.